Und Forza Horizon 5. Ja, das letzte Video, was kam, war ging übers Finale von der über die finale Driftzone. Heute steht was anderes an, das hat nichts mit dem Taycan zu tun, der hier steht. So, hier kurz unterbrochen, weiter geht's. Ja. Also, es steht das Finale der Straßenseen heute, nee, nicht Straßenseen, normalen Straßenrennen an, der Kolossus, nicht der Marathon. Marathon ist von der Straßensehne. Das habe ich im gestrigen Video falsch gesagt zur Blitzerzone. Ja, heute kommt Straßenrennen, weil Blitzerzone, Scheunen, den Bremspunkt habe ich immer nicht getroffen. Blitzerzonen und Straßenrennen habe ich schon, ja, vervollständigt, die zwei. Genauso wie Straßen. Und Scheunfunde auch, das ist alles schon komplett. Und ja, deswegen, jetzt ist Colossus, doch ist Colossus, ist Goliath, das ist das allerletzte Rennen, was von der Serie kommt. Dazwischen kommt Wegbereiter auf jeden Fall noch. Die Offroad-Szenen, sprich Dirt und Querfeldein. Die Straßenszene, da das Endrennen, Marathon, Gauntlet und, wie heißt das andere, Juggernaut, glaube ich. Von der Blitzerzone, vom Blitzer, also es ist noch ewig viel zu tun. Alle Autos auf Maximum aufbauen ist aber so ein Ding. Die ganzen Schilder, also das Schild nehme ich jetzt bewusst nicht mit, weil ich weiß nicht, wie man an das rankommen soll. Das steht nämlich auf einem Pfeiler. Wirklich kein Plan, ob man da auf irgendeine gewisse Jahreszeit warten muss, bis man das machen kann oder. Ja, ich habe keine Ahnung, kann es nicht sagen, wie man das Schild bekommen soll. Ja, Blitzerzonen, die ist eigentlich eine relativ leichte, weil man nur gerade ausballern muss, aber man braucht halt eine extrem hohe Geschwindigkeit. Ja, und die schaffe ich mit dem Ding. So ist Marathon normal schon freigeschaltet, obwohl ich noch kein einziges Nachtrennen gefahren bin, gefühlt. Ach du Kacke. Ja, dann ist ja komplett in die falsche Richtung geschickt. Wenn man nur im Navi nachfährt. Jawohl, was heißt komplett falsche Richtung? Ich kann einfach hier abfahren. Perfekt, der fährt einfach in der Mitte von der Straße. Ne, keine Sorge, ich werde nicht mit diesem Taycan dieses Finalrennen fahren. Ich habe den einfach genutzt, um dahin zu fahren, damit ich nicht spoiler, welches Fahrzeug ich dann für das Rennen nehme. Wird auf jeden Fall eine für mich unüblichere Wahl sein. Vorher möchte ich mit euch aber noch was anderes einsammeln, weil. Ach, Kacke. Weil ich habe noch ein Geschenk bekommen, wo ich jetzt unterbrochen wurde. Und das möchte ich mit euch noch einsammeln. Bin mal gespannt, was es ist. Also, Taycan habe ich 3 oder 4 Stück mittlerweile geschenkt bekommen. Ich hoffe, dass es nicht noch einer ist. Da müssen wir nämlich zu diesen Scheunen finden und da kann man dann sein Geschenk abholen. Wenn man die Scheune gefunden hat, kann man da Geschenke abholen. So, fahren wir da mal hin. So, zack. Sind wir da. Und danach geht's zum Kolossus, oder? Ja, Kolossus. Namen, das ist nicht so meine Stärke. Ja, eine Kiste. Mehr wissen wir noch nicht. Bei Horizon, was? Ja, immer dasselbe Schön Spruch. senden? Jo. Schick Mama. Was kriegt man denn? Ein HSV. Ja. Jetzt nichts Besonderes, ne? So, jetzt hat aber zum Kolossus. Da müssen wir da rüber. Automeisterungen. Also, kann ich investieren den Punkt? Zack, machen wir das doch noch. Fuhrpark. Ein, weil. Achso, den hatte ich noch gar nicht. Ja gut, dann beschwere ich mich nicht. Mal, wo müssen wir denn hin? A, B, C, D. Hä, wo haben wir denn? Zum Hersteller springen. Machen wir es doch uns einfach. Da HSV. Den da haben wir bekommen, dann fehlt noch der Gen F GTS. Ne, den hatte ich aber trotzdem schon.
Also ich habe mal das V-Ding, dann muss ich den schon haben, weil sonst hätte ich den ja schon und dann hätten wir auch den Preis frei. Also dachte ich zumindest, aber naja. Besitze 50 einzige Autos, haben wir jetzt dadurch abgeschlossen. Ja gut, dann ist es doch hilfreich. Danke an wen auch immer. Von wem auch immer das Geschenk kam. So, und dann begeben wir uns mal weiter in Richtung Kolossus. 7 Kilometer haben wir noch vor uns. Kilometer. Ja, ich hoffe auch, dass wir es mit dem gewinnen können. Ich bin selber noch nicht gefahren, also ich habe da ein Auto, was ich mir vorstellen kann, was ziemlich gut funktionieren wird auf diesem Rennen. Aber ob das auch wirklich so sinnvoll ist oder so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich nicht. Das werden wir dann jetzt gleich noch herausfinden. Aber ich denke doch mal, dass wir da... Also, ganz ehrlich, mit dieser Taycan, der hat echt gar keine Kurvengeschwindigkeit. Klar, ich will die Kurven sehr schnell fahren, aber... Sobald du nur einlenkst eigentlich, musst du direkt gegensteuern, weil du dich sonst wegdrehst. Ich weiß nicht, ob ich das einfach bin, der so kacke ist, oder... Keine Ahnung. Naja, E-Autos halt, ne? Keine Chance. So eine Kurve voll zu fahren. So, hier haben wir eine Driftzone, die habe ich schon auf 3 Sterne. Eieiei. Die Autos driften. Ich weiß ja nicht, was mich da jetzt geritten hat. Trotz Allrad geht einigermaßen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, doch. Geht sogar ganz gut. Wenn man es könnte. Eieiei. Na, jetzt sind wir gleich da. Auch wenn es etwas holprig wird. Oh. Wie habe ich da nichts getroffen? Auch gut. Kann man was machen. Boah, ich Idiot. Wieder ewig viele Punkte jetzt weggeschmissen. So, da sind wir am Kolossus. Veranstaltung beginnen in Solo. So, schauen wir mal. Was wird uns denn so empfohlen? Interessante Autos, aber nicht das, was ich fahren will. Ducati würde sich da wahrscheinlich orientieren, aber nee. Dodge, Ferrari, Formula Drift, definitiv nicht. Wir fahren was aus dem Hause Mercedes AMG. Und zwar den GTR auf S900 aufgebaut. Jo, mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich es mir wünsche, vorstelle, hoffe, wie auch immer. Gehen wir da rein. Ich habe Farbe ist geändert, Fahrwerk ist rein, bisschen Leistung, Reifen, Fahrwerk, Bremsen, der ganze Standardklatter, hat halt im Endeffekt Gewicht raus, überall Käfig, nein. Ja, mehr oder weniger das Komplettpaket, nur nicht. Nur halt kein Vollaufbau, weil am Motor habe ich so Luftfilter, Turbo, Kolben und glaube dann warst du schon. S900, ne, Turbo habe ich gar nicht gemacht. Zündanlage habe ich glaube ich gemacht noch. Aber ich weiß es nicht. Relativ Standardding halt. Sollte sich ganz gut fahren lassen, hoffe ich so. Ui, Konkurrenz. Ferrari, noch ein Ferrari. Alle mit dem Forza-Flügel. Dass das größte Straßenrennen bei Horizon El Colosso heißt. Aber wir wissen beide, was es wirklich ist. Deine Chance, dich zu beweisen. Bereit? Ja, California, ein SLS, noch ein Mercedes, ein Aston Martin, Ferrari, McLaren, Ferrari, 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 Mercedes, Ferrari, sehr viele Ferraris dabei. Was ich aber vergessen habe zu machen, genau.
Runter ein bisschen. Der Rest sollte passen. Gehen wir rein und schauen wir mal, was wir denn so hinkriegen. Natürlich will ich es gewinnen in erster Linie. Los geht's. Der Start lief ganz gut schon mal. Wenn man nicht vergessen würde zu schalten. Ja, Getriebe Ärger gemacht, fällt mir gerade so ein. Deswegen Kupplung, Antriebsvalidität hier natürlich danach. Ja, das. Ne, das wäre nicht gut gegangen, da wäre die Mauer gekommen. Ach Mensch. Zu direkt. Eingelinkt. Heckantrieb habe ich in A gelassen. Weil man diese Ferraris, die man da anschieben muss. Schlimm. Uiuiui. Da muss ich lang. Ja, Ferndrift. Kann man zwischendurch auch mal machen. Man hat noch ein bisschen. Hab noch ein bisschen Zeit, bis ich erster sein muss. So, sind wir schon mal dritter. So, den Ferrari haben wir auch. Platz 2, zack. Kann sein, dass wir da jetzt. Nein, jetzt kriegt mich der Ferrari wieder. War aber auch eine schlechte Linie von mir, muss ich sagen. Aua. Ne, das war Humbug. Wo habe ich angefangen zu bremsen? Ja, jetzt. Gleich viel besser dadurch. Aber die Kurve ist dann doch etwas eng. Ach Mensch, was mache ich denn? Dritte Gang reicht aus. Warum schalte ich denn die 2 runter? Nein. No. 3 reicht doch nicht. Oder einfach bloß zu früh aufs Gas, besser gesagt. Ey, was sind seine Missionen? Seinem komischen Ferrari da. Dem Forza-Flügel. Aber okay, der ist schnell, holy shit. Das wäre tödlich gewesen. Naja, jetzt sind wir noch nicht gut, aber es. Das hat gereicht. Ich fahre aber auch eine Kurzsitzung gerade. Oh Gott. Oh, und so schnell ist man wieder Vierter. Hat ja lange geklappt. Ah gut, wir sind erst bei 16%, da kann man sich schon ein bisschen duellieren. Ja, aber was ich sagen kann, der liegt sehr gut, lässt sich sehr gut fahren. Oh Gott. Also ich kann mich nicht beschweren, er funktioniert sehr gut, er liegt sehr gut. Und kann mit guten Geschwindigkeit durch die Kurven fahren, wenn man es kann. Also wenn man fahren könnte. Ja, Top Speed braucht man eigentlich gar nicht so, deswegen, so wie ich ihn habe, eher auf Beschleunigung und Kurvengeschwindigkeit getrimmt.
passt es schon ganz gut, wie er fährt, also kann mich nicht beschweren. Ja, wenn wir jetzt Top-Speed-Abschnitte jetzt dann noch bekommen, was ich nicht hoffe, dann glaube ich, kann ich jetzt ein Problem bekommen, weil die Ferraris wollen mehr Top-Speed haben. Wie viel mehr, weiß ich nicht, aber mehr auf jeden Fall. Ich habe mich auch für die S1-Klasse entschieden und nicht S2 hoch, weil dann hätte ich da einfach nur noch Leistung reingeprügelt in das Ding und dann wären die Autos meistens unfahrbar. Mehr Leistung könnte gehen bei ihm noch, aber ist nicht nötig. Der lässt sich so, wie er ist, echt gut fahren und auch schnell fahren, deswegen... Ja, finde ich nicht, dass der noch mehr Leistung braucht. Wir haben, ich glaube, 700 PS oder sowas hier anliegen. Weiß es gerade gar nicht. Gut, bei 330 ist halt dann schon fast Schluss. Jetzt geht's eh durch die Stadt. Da braucht man keinen Topspeed. Obwohl, das ist jetzt auch nicht das langsamste Stückchen. Boah, ja, Bremse ist echt gut. Die ist echt gut stark. Also wenn du einen Fehler machst, kann man in die Bremse noch reintreten und der kommt dann auch trotzdem noch. Man kriegt ihn dann noch rum. Bremse ist echt sehr gut. Ich denke, 9 Gänge hätten auch gereicht. Aber ich habe mich für 10 Gänge entschieden. Funktioniert auch, aber jetzt im Nachhinein wäre ich 9 Gänge vielleicht sogar auf dem 8 Gang runter. Weil die reichen vollkommen aus. Ich glaube, den habe ich ja. Das war zu eng. Ich da echt nicht durch. Ich habe den doch mit dem Spiegel mitgenommen. Was ist jemand anderen Spiel? Oh Gott. Das war zu früh aufs Gas. Ja, das war jetzt auch wieder sehr schlecht gefahren in diesen ganz langsamen Kurven. Fühlt er sich nicht ganz wohl. Aber da muss man halt lernen, mit umzugehen. Aber wir sind in allen restlichen Dingern. So auf dem Topspeed und langsame Kurven ist das Ding echt sehr gut geeignet für einen Kolossus. Kann verstehen, warum mir der empfohlen wird. Also nicht vom Spiel, aber von anderen, die mir gesagt haben, wenn ich einen Kolossus fahre, soll ich den nehmen. Von anderen Spielern und Freunden. Okay, das war jetzt eine Scheißlinie. Oh Gott. Nee, warte mal, das gehen wir mal zurück. Oh jo, wie spät kann er bitte bremsen? Ich hätte mich nicht getraut, so spät zu bremsen. Oh Gott, kann ich auch mal wieder Grip bekommen? Ich habe Fullsetlix draufgepackt. Kommt denn die Ferraris jetzt eigentlich auf einmal her? Bin ich wirklich so langsam jetzt in diesem Abschnitt, oder? Shit. War wieder ein bisschen zu viel Gas.
So, jetzt ist aber Zeit, dass wir wieder. Ach, Mensch. Wenn ich Fehler mache, will ich immer zu viel danach. Oho. Der direkt, ja. Ich würde sagen, jetzt ist es aber Zeit, dass ich mich so langsam mal wieder um den ersten kümmere. Und nicht um den zweiten kämpfen muss. Das ist ja gerade anstrengend. Aua. Solche Stellen hast, wenn du eine Kurve hast und dann in der Kurve mehr oder weniger von Anfang musst zu bremsen, weil die nächste so eine extrem harte Kurve ist. Jo, wie spät trauen die sich denn bitte alle bremsen? Da wird die echt langsam durchgereicht, was soll denn die Kacke? Geben. Okay, die geht nicht fett. Hätte ein Versuch wert sein können. Kann nicht sein, dass die mir davon jetzt weg waren. Und vor allem kann es nicht sein, dass der versucht, mich außenrum zu überholen. Oh. Ich trau mich echt gar nicht auf der Bremse. Die sind jetzt alle so viel später auf der Bremse als ich. Alter! Was soll denn das? Ich habe ja gar keinen Grip gerade. Ich irgendwie. Ich verstehe es nicht, was ich gerade falsch mache. Ah ja, perfekt. Fahr mal einfach die Kappe. Was mache ich denn gerade für einen Humbug, ey? Der lässt sich echt schön fahren, aber gerade. Ja, ja. Lenk mal noch früher ein, dass wir den Checkpoint gar nicht erst treffen. Aber. Hallo? Ja, Jungs, was soll denn das? Ich will mich nicht mit euch abgeben, um ehrlich zu sein. Sondern eigentlich mehr mit denen, die da vorne wegfahren. Sind halt echt schon meilenweit weg jetzt. Das gibt's doch nicht. Och klar. Fahren wir am Checkpoint halt komplett vorbei. Braucht man ja nicht die Dinger.
Also in den ersten drei Gängen ist es echt schwierig mit dem Grip irgendwie mit dem Ding. Ich weiß auch nicht warum. Der Abschnitt macht gerade echt Spaß zu fahren. Da haben wir jetzt auch wieder sehr gut auffüllen können auf die Ferraris. Ich sag ja, der ist sehr direkt. Die minimalste Lenkbewegung ist schon, hat schon sehr große Auswirkungen. Oh shit, geht doch nicht flat. Okay, jetzt sind wir wieder Erster und haben wir aktuell relativ großen Vorsprung. Also uns klebt halt nicht direkt einer am Arsch, deswegen ist gerade angenehm jetzt wieder. Bis jetzt wieder die ganzen langsamen Kurven kommen. Das war wieder viel zu früh auf der Bremse. Ja, 84% haben wir nach 13 Minuten. Das ist ein langer Kolossus. Ich glaube, in Forza Horizon 4 war der nicht so lang. Ich glaube, da hatten wir den knapp unter 10 geschafft. Oder ein bisschen über 10. Ich bin voll. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass der. Ja. Dass der drei Viertel von der Länge von dem hatte. Tippe ich jetzt einfach mal. Aber die Map ist, glaube ich, auch größer geworden so im Vergleich zu Horizon 4. Da kann der schon länger sein. Ist ganz okay. Für ein Finalrennen. Wand. Shit. So, zack, zack. Das ist nicht gut gewesen. Ich kann euch sagen, das sah nicht gut aus. Wieso nicht schnell gewesen? Aber das juckt im Moment zum Glück ja nicht. Okay, da juckt es dann schon. Die langsamen Kurven sind echt schlimm mit dem. Ich glaube, über den Topspeed kann ich mich doch nicht beschweren. Mit den 3,30 ist das schon ausgesorgt für dieses Rennen. Also mehr brauchst du auch nicht. Ich glaube, die 3,30 sind wir bis jetzt sowieso nicht gefahren. Also selten, dass wir über den 300 unterwegs gewesen sind. So bei 2,50 glaube ich, bewegt man sich sehr viel, was ich so gesehen habe. Aber ansonsten über 300 braucht man selten, so. Da vorne ist dann auch schon das Ziel. Das heißt, das erste Finalrennen ist dann jetzt gleich auch abgeschlossen. Wand. Zack. Angekommen im Ziel.
hat Spaß gemacht. 16 Minuten dazu dauert. Halbe Stunde Aufnahme habe ich. Irgendwas ist da schief gelaufen. 3 Sekunden vor dem nächsten Ferrari. Ist okay. Wuhu! Ich meine, nicht schlecht, Superstar. Du kannst jederzeit mit mir Rennen fahren. Gerne doch. So, gibt 4250 EP. Und nein, Skyline, den haben wir aber schon. 28.000 EP. Ein Stufenaufstieg, das heißt, wir haben einen Wheelspin. So 200.000 würden schmecken. Ja, 125.000 nehme ich auch. Dann sind wir wenigstens wieder über der Million. Ich meine, der Wagen kostet 295.000 oder so mit Tuning, also roundabout 350.000 brauchst du, um den so zu haben fürs Kolossus. So, gibt's jetzt noch was oder sagt was das alles, was sie gesagt hat? Ich hoffe doch, dass sie noch was sagt. Sagt sie echt nichts mehr? Okay, schon mal Auszeichnungen. Festivals, da haben wir das hier abgeschlossen, gewinne den Kolossus. Besitze das Haus, das ist aber nicht so teuer. Dann diese Beschreibungsdinger, sehr schwierig. Was haben wir noch? War das die einzige? Okay. Genau, den Skyline haben wir jetzt neu. Automeisterungen. Nehmen wir mit. Mein Horizon, da gibt es noch einen Wheelsplit. Wir haben 1,1 Millionen, so nochmal so 200.000. Und für mich also 100.000. Nochmal 125.000, zack. Da haben wir fürs Tuning fast wieder rein. 1,3 Millionen. Jo. Das war's auf jeden Fall von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao.